Sportsker war noch wirklich am Start. Ich sitze hier und warte aufs Boarding, denn ja, gleich geht's nach Hurghada. Eine Woche lang in den Robinson Club. Die Deutsche Sporthilfe ist dort tätig. Viele Profisportler, Olympioniken, und ich werde mit denen ein bisschen Sport machen. Bin gespannt, das Wetter wird toll sein. 35 Grad in etwa jeden Tag, und ja, werde ich knackig braun und es wird viel Spaß geben. Und ja, ihr könnt mich hier begleiten. Guckt einfach mal, was ich so alles erlebe. Ja, ich habe nicht meine Sonnenbrille vergessen, sondern ich habe gar keine Sonnenbrille, weil ich so selten Urlaub mache und so tüchtig immer bin in Berlin. Und jetzt brauche ich hier ganz plötzlich doch noch eine Sonnenbrille bei schönem Wetter und schau einfach mal, was mir steht. Ich weiß nicht, das hier. Angekommen in meinem Hotelzimmer hier in Ägypten, in Hurghada. Und wie gesagt, ich habe ja schon tausendmal erzählt, was ich hier mache. Und zwar bin ich hier für die Deutsche Sporthilfe. Hier gibt es ein Event, das nennt sich hier, vielleicht kann man es lesen, Champion des Jahres. Und hier sind viele Medienvertreter, unter anderem hier der Herr Christoph Gerke, unter anderem auch als Görki bekannt. Und hier sind halt viele Olympiasportler, und ich mache so ein bisschen bei den Sportarten, Fun-Sportarten bei denen mit, mache ein bisschen Training, ob das jetzt Pilates ist, ob das Mountainbiking ist, ob das Kitesurfen ist, Wasserball, also ein Krempel, da mache ich mit. Kenne die ein bisschen dann, wenn ich da mitmache, und dann werde ich die ein bisschen interviewen. Da werden wir mal gucken, was die so für eine Lebensgeschichte haben, wie die so sportlich geworden sind, was die Motivation war, wirklich eine Goldmedaille zum Beispiel zu holen. Hotel ist eigentlich ganz schick, das ist ja hier dieser Robinson Club. Hier machen wir kurz einen Rundgang. Hier bin ich reingekommen, hier ist die Tür. Damit ihr wisst, wo ich hier gerade abschille. Hier so ein bisschen Couch-Potato-Style. Sehr, sehr krasses Bild. Das könnte Neo-Expressionismus sein, man weiß es nicht ganz genau. Großes Bett. Ja, mir hätte eigentlich eine Hälfte wahrscheinlich gereicht. Aber ist ja ganz gut. Kann man sich ein paar Mal wenden im Bett. Nee. Und Badezimmer. Hier, das ist sehr, sehr schick eigentlich. Ne? Hier kannst du die Füße waschen oder auch reinpinkeln. Keine Ahnung, wofür das jetzt hier. Wahrscheinlich für Fußbad mehr kannst du nehmen. Hier schön so eine Sanitary Bag. Hier Waschbecken. Und ganz große Dusche. Das ist natürlich sehr, sehr entspannt, glaube ich. Kannst du dich hinsetzen, Pause machen von Duschen, weiter duschen, Pause machen. Sehr schön. Ich ziehe mich um, ist so eine komische Willkommensparty jetzt gleich. Und des Weiteren habe ich einen Kameramann dabei, der mich filmt. Da werden noch auf jeden Fall geilere Aufnahmen kommen als die, die ich hier gerade mache. Hier seht mal an, ein schönes T-Shirt habe ich bekommen. So ein bisschen, glaube ich, großes L oder so. Ja, ich muss ja auch ein bisschen Muskeln zeigen, muss eng sein. Und hinten steht drauf, ist ja schon nass hier, Presse. Ich bin Presseteam, ne? Görki ist heute Presse. Eine Woche Presseurlaub in Hurghada. Ihr werdet die Neuigkeiten sehen, wenn morgen das Licht angeht. Das heißt, wir haben ja gerade dunkel, da seht ihr nicht viel. Ein kleiner Balkon ist hier am Start. Ich hoffe, da hinten ist das Meer. Ich hoffe, ich habe eine Sicht aufs Meer, das weiß ich gerade nicht. Boah, ich bin fast gegen die Tür gescheppert hier. Ja, wie gesagt, wenn morgen das Licht dann ist, dann seht ihr mal ein bisschen aufs Meer, vom Strand, hier von der Aussicht vom Hotel, Balkon, hübsche Frauen und so weiter. Alles am Start, glaube ich. Und das Essen ist auch verdammt geil. Hat mir gerade schon was reingezogen. Sushi, da ist immer so abends so Themenabend. Heute war halt asiatisch. Da gab es Sushi, da gab es Indisch, gab es teilweise. Alles Mögliche, ne? Also richtig geile Sachen. Habe ich auch schon mal gute Rollen geschippert schon. Und ja, ich mache jetzt mal Schluss, muss ich hier umziehen. Die warten ja auf den Görki wahrscheinlich. Und ja, weih mal diese krasse Dusche ein. Da kann ich richtig schön hier schlabbern. So, da kann ich überall rüber schlabbern. Das wird mir ja sauber gemacht. Deswegen bin ich im Hotel. Wir sehen uns, euer Görki. Geht sich immer auf die Party, die Musik läuft schon, und da muss ich gucken, dass ich aber trotzdem gleich ins Bett komme, morgen fit bin, ein bisschen trainieren gehe. Ihr könnt mich dann auch beim Training begleiten, bei den Sportarten, dann gucken wir mal, wie das Meer morgen aussieht, wie das Wetter so ist, und dann sehen wir uns.